So, mein Schatz, dann let us see, what do you have, what do you have in Stapel number 3? Companion, oh, eine sehr loyale Person, selbstlos, ein richtiger Kumpel, Companion. Oh, Companion, da gibt's doch, wie heißen die nochmal? Ah, ein Lied aus den 80ern. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Oh, hier wünscht sich jemand dich zurück. Oh, diese Person wünscht sich dich zurück, mein Schatz. Oder irgendwas wünscht man sich hier mit dir. Dann gucken wir mal. Berufliche Selbstständigkeit. Du hast es entweder hier mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, der oder die selbstständig ist oder in einer Selbstständigkeit aufbaut oder gerade dabei ist, so ein bisschen sich ja, selbstständig zu machen im Leben allgemein. Ne? Vielleicht ist man von irgendwas, von irgendwem abhängig und jetzt macht man sich hier, löst man sich und wird eigenständig. Aber irgendwas mit Selbstständigkeit, schauen wir gleich mal. Und schöne Farben. Altes Ade, neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil an. Also hier verbessert sich dieser Mann, diese Frau, verbessert sich gerade in seinem, ihrem Leben. Ich sag ja, bei einigen von euch kann es mit Selbstständigkeit zu tun haben. Vielleicht habt ihr zwei, seid ihr wie so Freunde. Vielleicht seid ihr noch gar kein Pärchen. Vielleicht ist das noch alles platonisch zwischen euch beiden. Vielleicht hilfst du ja ihm oder ihr gerade auch dabei. Lass uns weiterschauen. Betrayal. Oh, Betrug. Diese Person, das hatte ich jetzt in zwei, ach, fast in allen drei Stapeln. Doch, in allen drei Stapeln jetzt. Betrayal. Also er oder sie muss irgendwie hintergangen, betrogen, belogen worden sein. Oder es ist etwas, was zwischen euch passiert ist. Lass mal gucken. Ihr Aufstieg, was habe ich gesagt? Ascendant. Diese Person ist gerade dabei, die Karriereleiter aufzusteigen. Und vielleicht wurde man hier im Job beruflich. Diese Person hier hat beruflich, wurde man entweder vor kurzem oder in der Vergangenheit belogen, betrogen, hintergangen. Vielleicht sogar auch wurde man um Ideen bestohlen oder Kundschaft wurde gestohlen. Irgendwas ist hier passiert. Aber jetzt kommt der Aufstieg. Das ist jetzt vorbei hier. Also, wer immer hier an seinem, ihrem Stuhl oder an der Leiter gesägt hat, diese Person wird entweder eliminiert oder ist schon eliminiert. Wir schauen ja auch in die Zukunft. Altes Ade, neues Willkommen. Vielleicht hat man in einer Firma gearbeitet und irgendeine Kollegin oder ein Kollege oder ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte hat die ganze Zeit die Karriere dieses Mannes oder dieser Frau, um die es dir geht, sabotiert. Hier hat jemand Sabotage erlebt. Und das hört auf. Das kann damit zusammenhängen, dass man vielleicht, weil ich habe hier Kompagnon, das kann ja auch hier mit einem Geschäftspartner, mit einer Geschäftspartnerin sein, dass man vom eigenen Geschäftspartner, von der eigenen Geschäftspartnerin belogen, betrogen, hintergangen wurde. Und bald sind die Wege sind getrennt oder die Wege sind schon längst getrennt und jetzt geht's aufwärts und die Person löst sich jetzt. Vielleicht waren noch irgendwelche Verträge, die noch ablaufen mussten oder vielleicht irgendwelche juristischen Themen. Und bald ist alles das ist vorbei, finito, vorbei. Und ja, wie gesagt, kann Mobbing sein, Sabotage sein, was auch immer gewesen ist. Es gab hier scheinbar Menschen, einen Menschen oder mehrere Menschen, die Karriere dieser Person hier sabotiert haben. Aber das hört auf.
weil diese Personen eliminiert werden. Weiß ich nicht, was immer hier, das ist Karma, sag ja. Die Leute wollen mir nicht glauben. Ich sag immer wieder, Saturn in Fische ist Feierabend, da ist Zahltag. Wenn dieser Mann, um den es dir geht, wenn diese Frau, um die es dir geht, jahrelang heimlich oder offensichtlich belogen, betrogen, hintergangen worden ist, sabotiert worden ist, man hat ihm ihr Kunden gestohlen, man hat ihr Ideen gestohlen oder was auch immer man hier sabotiert hat und verhindert hat. Jetzt ist Zahltag. Saturn in Fische ist Zahltag und das kann der Grund sein, warum diese Person endlich aufsteigen kann, weil die Hürden oder die Menschen, die einen aufgehalten haben, eliminiert werden. Durch irgendwas, Karma oder irgendwas passiert diesen Leuten. Zahltag. Immer wieder sage ich's. Zahltag. Also du hast es hier mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, die oder der beruflich bald richtig aufsteigen wird. Und das ist völlig egal, ob es jetzt selbstständig ist oder in hoher Position, im Angestelltenverhältnis, wie auch immer. Künstlerisch ist wurscht. Aber diese Person sehnt sich nach dir. Was ist denn da vorgefallen? Also entweder könnte man sich auch von dir belogen, betrogen, hintergangen fühlen. Weiß ich nicht, ne? Ist ja nicht alle Zuschauer, nicht alle, die hier zuschauen, sind jetzt hier Engelchen, ne? Muss ich auch mal so klarstellen. Ist nicht immer nur der andere, auf den ich lege, der Böse, die Böse. Vielleicht hast du auch irgendwas gemacht. Und vielleicht willst du das ja jetzt auch wieder gut machen, ne? Vielleicht guckst du auch deshalb, weil du weißt, du hast Mist gebaut und jetzt willst du es wieder gut machen. Vielleicht hast du jongliert zwischen zwei Männern, zwei Frauen und ich sehe hier zwei Personen. Und ne, jeder kann sich mal irren. Und jeder kann sich auch mal in zwei Menschen verlieben, das sowas gibt es. Und dann erkennt man, ach Mensch, ich liebe ihn doch, ich liebe doch diese Frau, ich liebe doch diesen Mann. Okay, aber also, und die Rollen können vertauscht sein. Dieser Mann, diese Frau könnte die Wahl der Qual zwischen dir und einer anderen Person gehabt haben. Und dich hat man gefriendzoned. Das bedeutet, man hat dich so in der Friendzone, in der Freundschaftszone gehalten. Immer so auf platonisch, also so, aber so warm gehalten. Und dadurch könntest du dich aber die ganze Zeit so ein bisschen hingehalten, vielleicht dadurch auch belogen, betrogen gefühlt haben. Ne? Diese Hinhalterei. Lass uns weiterschauen. Ja, guck mal, Recognition und Reward, ich sag doch. Dieser Mann wird bald entweder richtig im Rampenlicht stehen, in der Öffentlichkeit stehen, ganz groß rauskommen, politisch, hoher Aufstieg, sportlich, hoher Aufstieg, künstlerisch, hoher Aufstieg, Selbstständigkeit, Business, hoher Aufstieg oder in der Firma befördert werden. Anerkennung, Preise, Beförderung, gewinnen. Weil das ist hier Ascendant und Recognition and Reward. Anerkennung ja, wirklich anerkennen und Preise bekommen. Im Rampenlicht stehen. Guckt diese Person und sagt hier, vielen Dank, ich danke meine Mutter, meinem Vater, meiner Mutter, meine Großeltern, meinem Bruder, Schwester, Tante, Onkel, meine Familie, dem Produzenten für den Preis. Das ist so jetzt so Oscar-Verleihung, ja. Ich sag, das klingt jetzt wie ein Scherz, aber diese Person könnte, weiß ich nicht, politisch anerkannt werden, sportlich, Öffentlichkeit, alles Mögliche kann dabei sein. Ja, nachdem man viel verloren hat, guck mal. Und dann guck mal, wie die Farben hier miteinander passen. Guck mal. Altes Ade, neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen. Und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil an. Dieser Mann, diese Frau wurde in der Vergangenheit sabotiert und hat dadurch viel Schmerz und Verluste erlitten. Aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und zwar Aufstieg. Aufstieg der Superlative. Death. Guck mal, schon wieder Skorpio. Immer Skorpio, achtes Haus. Und da sind die Schätze. Guck, da sind die Schätze. Guck, da wartet ein Schatz. Das sind die Transformationen.
Altes Ade, neues Willkommen. Das ist stirb und werde, Phönix aus der Asche. Wie ein Phönix aus der Asche. Dieser Mann, diese Frau hier, um den es dir hier geht, um die oder um den, da wirst du bald sehen, du, da geht's ab. Beruflich und finanziell geht's ab. Du könntest es hier bald wirklich mit einer Person zu tun haben, die sogar in den Medien steht, der in den Medien steht. Achtes Haus Transformation. Hier wird ein Schatz gehoben. Und man schneidet und schneidet auch Dinge ab. Sag doch, irgendwas hat ein Ende. Und das kann die Sabotage sein. Ace of Swords. Ass der Schwerter. Guck. Triumph. Das ist wie ein Stapel 2 auch. Da kam auch das Ass der Schwerter raus. Diese Person wird triumphieren. Sieger. Das Schwert des Artus. Sieger, siegen. Wahrheit kommt ans Licht. Siegen. Als Siegerin, als Sieger dastehen. Entscheidungen stehen an. Verträge, Kommunikation. Aber auch mit dir. Ein Neubeginn mit dir steht an, Schatz. Wenn es hier keine dritte Person gab zwischen euch beiden, vielleicht seid ihr noch gar nicht so weit gekommen, vielleicht seid ihr auch erst einmal wirklich platonisch nur. Vielleicht ist es bei euch rein freundschaftlich platonisch, weil ich hier Companion habe. Dann war dieser Mann, diese Frau. Oh, Moment, Schatz, ich sitze nämlich hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Dann war dieser Mann, diese Frau beruflich schwer beschäftigt. Und zwar mit Verlusten, die man erlitten hat durch andere, die einen sabotiert haben, gehindert haben im Job. Du, das kann sogar, das so hart, wie es klingt. Aber hier könnte eine gemeingefährliche Person, die im stillen Kämmerlein, weil steht hier auch für Heimlichkeiten, ach, das Haus, gelogen, gestohlen und sabotiert hat und die Karriere dieser Person sabotiert hat, könnte sogar bald das Zeitliche segnen. Und das ist der Grund, warum man dann vorankommt. Dieser Mann, diese Frau oder irgendwas segnet hier das Zeitliche. Und dann ist so eliminiert, ne? Gefahr erkannt und gebannt. Und das ist etwas Karmisches. Ach, das Haus ist auch Karma. Das kann Karma sein. Das oben. Jetzt, dass das Universum sagt, jetzt habe ich hier Faxen bis oben hin. Fass ist jetzt voll, übervoll, jetzt reicht's. Denn diese Frau, dieser Mann könnte gehindert worden sein, seit langem groß rauszukommen oder im Job voranzukommen oder hat irgendeine besondere Aufgabe, wofür man dann auch öffentlich anerkannt wird. Kann politisch sein, beruflich, jedweder Art, künstlerisch, alles Mögliche, Schatz. So, um nochmal auf euch jetzt beide zurückzukommen. Das kann mitunter einer der Gründe gewesen sein, warum es zwischen euch entweder Schwierigkeiten gab oder warum es zwischen euch beiden die ganze Zeit platonisch blieb oder ihr nie so richtig auf den grünen Zweig gekommen seid. Und der Grund war, weil diesem Mann, dieser Frau, erst einmal die Karriere wichtig war oder wichtig ist. Und in dem Augenblick, wo man aufsteigt, wo es endlich nach vorne geht, wo es klappt, wo hier die Saboteure eliminiert worden sind, und zwar wortwörtlich, und ihr sagt ja, hier könnten Saboteure dabei sein, die sogar das Zeitliche segnen werden durch irgendeinen Schicksalsschlag, ja? Weil Saturn in Fische, sage ich immer wieder, ist Zahltag, ist Karma. Und das ist hochgefährlich, denn 12. Haus, Saturn im 12. Haus kann für, und vor allen Dingen auch Pluto im Wassermann, das kann für hasta la vista. Wir sehen uns im nächsten Leben, dass wirklich Menschen, die mit bösen Absichten, mit bösen Seelen das Zeitliche segnen. Und zwar von oben gewollt, die eliminiert werden. Weil hier jemand eine Aufgabe zu erfüllen hat, eine öffentliche Aufgabe oder irgendeine Aufgabe.
Menschen anzuleiten oder Menschen glücklich zu machen oder irgendeine Erfindung in die Welt zu bringen, die Menschen hilft. Also irgendwas, eine höhere Aufgabe. Oder einfach Menschen helfen, ja? Menschen helfen, vielen Menschen helfen. Und das konnte man nicht, weil man die ganze Zeit aufgehalten worden ist. Und wenn du jetzt sagst, aber was hat das alles das mit uns und mit mir zu tun? Naja, diese Person war so damit beschäftigt, dass man dann eben sich nicht auf dich konzentrieren konnte. Deshalb ist es wichtig für dich, das zu wissen. Denn das ist damit steht und fällt. Das ist ja der Grund. Und in dem Augenblick, wo die Person endlich nach vorne kommt, öffnet man sich auch mehr für dich. Was ich ja hier sehe, plötzlich will hier jemand einen Neubeginn, will jemand etwas mit dir wieder, ja, dass etwas geboren wird zwischen euch. Das achte Haus steht auch für Stipp und Werde und Wiedergeburt. Und hier sehe ich ja die Kommunikation, Ast der Schwerter, die Kommunikation. Resurrection, Resurrection, Wiedergeburt, Revival oder überhaupt erstmal, weil wenn ihr bislang nur platonisch oder Freunde wart oder nur Kollegen wart oder was auch immer, dass überhaupt erstmal zwischen euch beiden etwas passiert. Die Liebenden, das habe ich gesagt. Hier geht es um eine Entscheidung. Hier geht es um eine Entscheidung, mein Schatz. Hier wird jemand entscheiden. Und was witzig ist, in allen drei Stapeln sind Rosen zu sehen. Es ist immer eine Rose. Mit Stapel 1 ist eine Rose. In Stapel 2 sind Rosen oder ist eine Rose. Und hier sind auch Rosen. Und Rosen sind Symbol für die Liebe. Die Liebe wächst zwischen euch. Oder kann endlich wachsen. Und der Grund ist, weil diese Person endlich auch beruflich auf den grünen Zweig kommt, nach vorne kommt, endlich geht etwas vorwärts. Weil hier entweder hat man selber die Saboteure eliminiert, oder ich sag ja, Karma wird dafür sorgen. Und das kann auch noch kommen, ne? Das heißt nicht, dass das schon passiert ist. Bei einigen ist das schon passiert, bei einigen kommt das erst noch. Guck, Diebstahl, ich sprach doch noch davon. Diese Person könnte wirklich hier, sag ja, Diebstahl erlebt haben, Diebstahl, Kunden geklaut oder Geschäftsleute oder Ideen geklaut oder was auch immer. Sabotage. Mühe und Arbeit. Guck mal, man hat sich hier abgestrampelt wie verrückt. Und die anderen haben nur genommen und genommen und genommen und auf hinterhältige Art und Weise. Diese Person wurde in ihrer Karriere aufgehalten und sogar auch bestohlen, um Ideen, Kunden, alles Mögliche. Also hier wurde regelrechte Sabotage, ja. Und das hat sich eben dann auch auf eure Partnerschaft ausgewirkt. Da könnte sogar eine Ex oder ein Ex von dieser Person könnte sogar der Saboteur oder die Saboteurin gewesen sein. Bei einigen waren das Geschäftspartner. Und bei einigen war das sogar ein Ex oder eine Ex, der oder die im stillen Kämmerlein an der Karriereleiter gesägt hat und die Karriere dieses Mannes, dieser Frau sabotiert hat, gestohlen hat. Also im stillen Kämmerlein sogar auch mit anderen Leuten sich zusammengetan hat, um ihre Karriere zu sabotieren. Eieiei. Aber ich kann hier nur noch mal sagen, jetzt endlich sieht dieser Mann oder bald sieht dieser Mann diese Frau Licht am Ende des Tunnels. Und weil man diese heftigen Kämpfe nicht mehr hat, hier, weißt du, so gegen
gegen unsichtbare Feinde kämpfen muss, die man nicht sehen kann, die sich gut verstecken und verbergen, richtig feige sind. Aber ich sag doch hier, hier ist Zahltag. Hier ist Zahltag. Das ist Karma. Und es kann sogar sein, dass das hier heftige Dinge passieren. Diesen Menschen werden heftige, entweder ist diesen Menschen schon, sind diesen Menschen schon heftige Dinge passiert, oder es wird ihnen etwas passiert. Hier ist der Sensemann. Und hier haben wir das Schwert, das Ass der Schwerter. So richtig so. Das kann man auch wortwörtlich nehmen. Feinde werden eliminiert. Zahltag. Die an seine, ihre Schätze die ganze Zeit rangegangen sind. Im wahrsten Sinne des Wortes kann es sogar sein. Hier, Geld oder was auch immer. Ideen, Kunden, alles Mögliche. Hier könnte jemand, die Person, die das getan hat, könnte signifikant Skorpion in der Chart haben. Diese Person könnte Skorpion in der Chart haben. Der oder die ihn oder sie sabotiert hat. Zwischen euch beiden wird es einen Neubeginn geben, das steht fest. Und man sehnt sich nach dir. Man hat Sehnsucht nach dir. Hier. Dieser Mann, diese Frau hat schreckliche Sehnsucht nach dir. Da ist sie, die Kommunikation. Guck, Merkur, der Reiter. Das ist hier Begegnung, Kommunikation, Treffen. Das sagt ihr hier, Ast der Schwerter. Neubeginn, nach vorne kommen, nach vorne blicken vor allen Dingen. Hier, altes Ade, neues Willkommen. Hier könnte sich sogar jemand auch von einer Partnerschaft trennen. So ist es nicht, ne? Muss nicht nur beruflich sein. Das kann jetzt alles sein. Rundumschlag. Diese Person könnte sich beruflich verändern und verbessern, weil die Saboteure verschwinden. Aber auch in Sachen Partnerschaft. Dass hier jemand sich auch partnerschaftlich aus irgendeiner Geschichte befreit, wo man nur ausgenutzt worden ist. Guck. Guck hier. Gefühle. Hier werden Gefühle ausgesprochen. Haben wir jetzt Merkur. Merkur ist Jungfrau Zwillinge und zweites Haus Stier. Aber diese Person kriegt, hier kommt auch Geld ins Haus. Das ist ja auch ein Grund, mitunter ein Grund. Denn er oder sie sagt ich ja, wenn man hier bestohlen worden ist, durch eine noch Frau, noch Mann, Scheidung, Trennung, Rosenkrieg und so weiter. Dann vielleicht auch noch mal hier beruflich, ne, Geschäftspartner, Geschäftspartnerin abgezockt und so weiter. Dann auch noch versteckte Feinde und so weiter, die gestohlen haben und was. So, da muss man sich erstmal wieder sanieren. Und das tut man. Und weil alles das passiert, ist dann jemand endlich da, wo man sein will und kann sich dann endlich für die Liebe öffnen. Man wird dich rufen, du kriegst einen Anruf. Hier, das ist hier, Anruf. Glaub mir. Anruf, schreiben. Du brauchst nichts tun. Er oder sie, weil ich hier den Reiter habe, er oder sie wird sich bei dir melden. Du brauchst nichts tun. Guck mal. Oh, hier kommt jemand zu Reichtum. Oh, hier kommt jemand zu Reichtum. Reichtum. Das ist ja, so funktioniert Karma. So funktioniert Karma. Hier kommt jemand zu Reichtum. Saturn, 10. Haus, Steinbock. Ruhm und Reichtum. Wodurch auch immer. Das ist Karma. Dieser Mann, diese Frau hat viel durchgemacht. Uiuiui. Viel durchgemacht. Und wird belohnt. Und das möchte man dir erzählen.
Hier kommt jemand plötzlich zu sehr viel Geld und dann möchte es dir unbedingt erzählen, dass man, deshalb trifft man sich. Man möchte es auch mit dir teilen, so wie es aussieht, ne? Man möchte das mit dir teilen, also auch wortwörtlich, so mit dir eine Zukunft aufbauen. Huiuiui. Kann auch Erbschaft sein, ne? Ja, guck. Oioioioioi. Lalalalala. Das ist die Liebe des Lebens. Das ist die Liebe des Lebens. Haben wir jetzt Merkur, Jungfrau, Zwillinge, Stier, Steinbock und Löwe. Das ist die Liebe des Lebens. Das ist hier die Liebe des Lebens. And he or she is coming. And it's coming rushing in. Rushing in. Is rushing in. Wirklich. Diese Frau, dieser Mann kommt zu wahnsinnig viel Geld. Durch Spekulation, aber auch durch hier zweites Haus, auch eigenes verdientes Geld, durch Ruhm, durch irgendwas. Ich weiß es nicht, was man tut. Man kommt zu wahnsinnig viel Geld. Und vor allen Dingen, also unabhängig davon, erkennt man, dass du die Liebe des Lebens bist. Und das weiß man vielleicht auch schon länger, aber weil man hier mit so vielen Kämpfen, also so viele, auch so vielen, wie sagt man, Baustellen kämpfen musste, hat man nicht den Kopf oder die Zeit gehabt oder was auch immer. Guck mal hier, die Liebenden und ach Gott, das ist ja hier Liebe pur. Mehr Liebe geht ja nicht, wa? Ich will eine Currywurst, eine vegane. Wer das Intro verpasst hat, der weiß natürlich jetzt wieder nicht, was für ein Gag es geht. Aber hier ist ein Zitat aus Drei Damen vom Grill. Da bin ich jetzt doch so voll drauf hier, voll angehuckt. Und da sagt hier der Kunde zum Harald Junke: Ich hätte hier eine Currywurst. Und dann sagt der Harald Junke, am Stück hier schnitten oder vorgekaut? Und da antwortet der Kunde, ach nö, am Wochenende, da kau ich immer alleine. Alle, die es nicht verstehen, dass hier sagt jemand, ich hätte gerne Currywurst und der andere sagt, willst du es am Stück geschnitten oder vorgekaut? Und dann sagt der Kunde, nee, am Wochenende kau ich immer alleine. Mensch, wir können uns hier freuen. Das ist so ein toller Ausgang. Das ist ja hier, das ist ja Jackpot pur. Vielleicht gewinnt jemand hier auch im Jackpot. Kann ja sein. Fünftes Haus. Fünftes Haus ist Spielcasino, Spekulation, Lotterie. Fünftes Haus. Und Saturn kann viel, viel Geld bringen. Ja? Guck mal hier. Da fiddelt da. Und das ist hier Companion. Du bist für ihn, für sie wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin. Das möchte man dir erzählen. So dieses, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich habe geerbt, ich habe Lotto gewonnen oder ich bin befördert worden oder ich habe einen Bestseller oder ich habe einen Hit oder ich habe hier mein Produkt ist Produkt des Jahres oder ich keine Ahnung. Ich bin hier Bundeskanzler von Buxtehude geworden oder ich weiß es nicht. Guck hier. Man liebt deine Loyalität, deine Treue, deine. Du bist wie ein richtig guter Freund, eine gute Freundin für sie, für ihn. Aber nicht nur das, du bist auch seine, ihre Liebe des Lebens. Und das wird man bald, oder man hat es vielleicht bereits erkannt, konnte aber nichts tun, weil man hier zu viele Baustellen hatte. Und bitte, Leute, denkt auch daran, wir schauen in die Zukunft. Das, was hier liegt, muss nicht gleich morgen passieren. Das kann erst ein paar Wochen, ein paar Monaten passieren, okay? Behaltet es bitte immer im Hinterstübchen, ja? Oh mein Schatz. Also du könntest auch übrigens auch Kinder haben, ne? Einige von euch haben Kinder oder er oder sie hat Kinder. Und jetzt, weil man hier zu viel Geld kommt, kann man die auch versorgen. Und deshalb sagte ich ja, vielleicht war das das Problem. Dieser Mann, diese Frau musste erstmal finanziell auf einen grünen Zweig kommen, um zu sagen, jetzt
ist meine Familie ausgesorgt. Jetzt kann ich mich aber hier von dieser schrecklichen Frau, von diesem schrecklichen Mann trennen. Ich bin unabhängig, ich habe genügend Geld und meine Kinder Alimente kann ich zahlen. Und jetzt kann ich mich trennen und kann mit dir was anfangen. Also, dass er oder sie endlich mit dir was anfangen kann, okay? Vielleicht seid ihr ja schon zusammen offiziell. Und ihr würdet gerne, oder du würdest gerne eine Patchwork-Familie mit ihm haben. Aber es geht nicht, denn dieser Mann, diese Frau will erstmal finanziell auf den grünen Zweig kommen, beruflich und finanziell. Und das passiert endlich nach einer gefühlten Ewigkeit. Und dann erfüllt sich jetzt dein Wunsch, dass ihr zusammenzieht oder vielleicht auch selbst gemeinsam eine Familie bekommt. Oder hier, weil ich habe ja hier Hund. Es müssen nicht unbedingt Kinder sein. Vielleicht werdet ihr euch 2, 3 Hunde anschaffen. Wenn genug Geld da ist, kann man das ruhig machen, ne? Also, oder hier, dass jemand sich zur Ruhe setzen kann, nicht mehr arbeiten muss, denn das ist hier verdammt viel Geld. Ich habe ja schon so viel gelabert hier. Meine Stimmbänder können nicht mehr. Sagt doch hier, dieser Mann, diese Frau, wodurch auch immer, kommt zu wahnsinnig viel Geld. Und dann kann man sich natürlich auch, wenn man 35 ist, wenn du jede Menge Geld hast, kann sich zur Ruhe setzen, schon mit 35, okay? Bei anderen, wieder anderen, kann es hier, dass jemand wirklich in Rente gehen kann. Auch das, ne? Wenn das hier ein Mann, eine Frau ist, der oder die schon ein stattliches Alter hat. Wie dem auch sei, du bist die Person, zu der man hinrennt, der man alles erzählt, der man vertraut. Man vertraut dir, volle Kanne. Ja, man vertraut dir alles an. Und das wird man dir bald anvertrauen. Du wirst bald einiges erfahren, was hier passiert ist. Einiges. Und man möchte mit dir eine Zukunft aufbauen. Man möchte mit dir eine Zukunft aufbauen. Ob mit Kinder oder ohne oder Hund, Katze, Maus, ist wurscht. Man möchte mit dir eine Zukunft aufbauen. Das ist toll, mein Schatz. Das ist so ein toller Stapel. Was immer zwischen euch vorgefallen ist, wenn du ihm oder wenn du sie verletzt hast, wenn du ihn verletzt hast, oder er dich, sie dich verletzt hat, ich habe, dass das bald unwichtig sein wird. Denn ihr beginnt beide eine großartige Liebe, großartig, es ist einfach großartig. Der Ausgang ist wundervoll, wie ein Jackpot, wirklich. Fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber das gibt es sehr selten, aber das gibt es trotzdem. Ja, das kann schon sein. Ich habe das schon in meinem privaten Umfeld gesehen. Happy Ends habe ich schon gesehen in meinem privaten Umfeld. Ja, das muss jetzt hier nicht nur so hier Blockbuster-Filmstory oder Märchengeschichte sein. Nein, nein, nein. Es ist nicht oft, aber das gibt es. Und so etwas ist das hier, dass endlich zwei zusammenfinden. Vielleicht wart ihr mal ein Pärchen und seid dann Freunde geworden und dann werdet ihr wieder ein Pärchen. Das sehe ich hier. Oder ihr wart noch nie ein Pärchen. Ist immer nur platonisch, aber zwischen euch ist immer irgendwas gewesen. Wenn du die Person bist, die sich mehr gewünscht hat und er oder sie konnte nicht, wollte nicht oder hat dich gefriendzoned, dann hing es eben mit seiner, ihrer Karriere zusammen oder mit seinem, ihrem Leben. Und bei einigen kann es sogar sein, dass hier noch Familie, Kinder, Katz, Hunde, Maus noch eine Rolle spielen, aber die Familie, die hat ihn oder sie ausgebeutet oder die Frau oder noch Mann, noch Frau, können ja immer noch da sein. Man fühlt sich hier, man hat sich abgeplagt. Hört der Schluck auf ohne Ende. Man denkt an dich ganz gewaltig. Guck hier, das ist die Karte. Man wünscht sich dich herbei. Und man hat sich abgeplagt, man wurde hier, ne? Von der Familie hat sich wie Diebstahl angefühlt. Also auch hier habe ich Befreiung. Eigentlich habe ich es in allen drei Stapeln Befreiung. Hier habe ich halt nur, was jetzt hier besonders herauskommt. Also ich glaube, in Stapel 1 hatte ich das auch, aber hier kommt es sehr speziell raus, dass diese Person hier bald finanziell und beruflich ganz groß rauskommt. Ganz groß. Richtig an ganz oben. Zugspitze. Okay? Hier. Zugspitze, da habe ich die Spitze von dem Berg. Ganz, ganz groß. Das ist hier im Hollywood-Stil.
Wirklich, im Hollywood-Stil. Aber nachdem man hier Böses erlebt hat, Böses, dieser Person wurde beruflich, finanziell und beruflich Böses angetan. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Guck, wenn, habe ich doch gerade gesagt, wenn zwischen euch irgendwas gewesen ist, das wird bald keine Rolle mehr spielen. Denn ich habe hier Versöhnung zwischen euch, ja? Das gilt jetzt für alle, die hier irgendwie im Clinch waren. Wenn ihr euch gegenseitig wehgetan habt, belogen, betrogen habt, hintergangen habt, dann werdet ihr hier auch eine Aussprache haben. Hier. Ast der Schwerter, Aussprache, Klärung. Das hatte ich in allen drei Stapeln, aber im Stapel 2 noch mehr. Und dann habe ich hier Vergebung und dann geht es wieder von vorne los. Dann wird vergessen. Vergeben und, ne? Vergeben und vergessen. So. Hier noch meine Karte. Oh, guck mal hier. Oh, das wird ja ein bisschen schnicki-schnacki. Sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Guck hier. Oh, hier gibt es ein Make-up. 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 Das ist hier, ne? Weißt du, wie das ist? Nach dem Streit dann macht schnicki-schnacki ganz besonders viel Spaß. Das hat man so im Leben. Wa? Das ist so. Noch eine Karte. Wieder mit den Mission Impossible Karten. Mission Impossible. Heimlicher Verehrer. Guck hier. Diese Person verehrt dich schon seit langem. Glaub mir. Man konnte nur nicht, wie man wollte. Man liebt dich schon heimlich die ganze Zeit. Guck hier. Hier sehnt sich jemand nach dir ganz gewaltig. Man konnte nur nicht, wegen zu vieler Baustellen. Zu viele Baustellen im Leben dieses Mannes, dieser Frau. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Vielleicht musst auch du dich erstmal läutern. Was willst du denn von ihm, von ihr wirklich, ne? Vielleicht müsst ihr beide mal klären. Klärung ist jetzt wirklich in allen drei Karten. Das liegt aber am rückläufigen Merkur. Der kommt, immer wenn Merkur zurückkommt und rückläufig ist, dann sorgt er für Klärungen. Ja? Ist da bitte noch eine? Aber das ist, also sonst ist das ein ganz toller Stapel, Schatz. Wirklich. Aus Freundschaft wird mehr. Wenn ihr schon mal zusammen wart und es ist Freundschaft geworden, dann wird das wieder mehr. Oh, das hatte ich auch. Oh, mein Schatz. Guck hier, das hatte ich auch in Stapel 2. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das ist genau das, was er oder sie gerade tut oder tun wird. Nämlich sich läutern. So tief einatmen, ausatmen und sagen, wenn die Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann. Liebe dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich. Oh, das habe ich ja schon seit Wochen, singe ich das. Dein ist mein ganzes Herz und wie heißt das andere? Ich liebe dich, hier von Clowns und Helden. Das ist schon seit, wirklich, seit Wochen ein Dauerbrenner hier in den Orakeln. Und jetzt manifestieren die sich. Diese zwei Songs sind jetzt erst dabei, sich zu manifestieren. So ist das mit Orakeln. Du legst und dann können Monate ins Land vergehen, bis sie sich manifestieren. Und jetzt ist die Manifestation in Stapel 1 oder Stapel 2. Ich weiß es nicht mehr genau. Da hatte ich dieses Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Und hier habe ich liebe dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich. Oh. Das ist, und der Grund, warum jemand endlich sich darauf konzentrieren kann, auf die Gefühle, die man für dich hat, ist, weil man endlich hier Ruhe findet. Weil diese ganzen Sabotage-Dinge, die hier gelaufen sind, wenn die ein Ende nehmen. Und diese Person steigt endlich auf und finanziell brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja hier wie ein Sechser im Lotto.
hat man endlich, ist man frei. Da kann man frei für die Liebe, da kann man sich läutern. Einige müssen sich sogar hier von irgendeiner Hexe, einem Hexerich befreien, ja. Die nur nimmt, der nur nimmt. Und dann ist man, ich sag ja, geläutert und dann kann man sich auf die Gefühle für dich konzentrieren. Und in dem Augenblick merkt man, dass du nicht nur ein Freund, eine Freundin bist. Ne, dieser Mann, diese Frau wird feststellen, dass man, egal was einem passiert, am Ende rennt man doch immer wieder zu dir und erzählt dir die Dinge, die einem passiert sind. Und dann erkennt man, ich glaube, ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann. Ja? Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich. Oh, oh. Ja, Clowns und Helden, das ist euer Lied. Und in Stapel 2 hatte ich, dein ist mein ganzes Herz. Ja? Die fangen diese zwei Songs, die ich schon seit Wochen in Orakeln habe, fangen jetzt an, sich zu manifestieren. Jetzt. Ganz, ganz dolle. Das ist toll. Guck hier, für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Das ist eine sehr lange Partnerschaft. Ich habe ja hier den Baum. Hier. Willst du mich veräppeln? Fische, Fische, Baum und Herz. Das ist die Liebe des Lebens, mein Schatz. Und die hält auch an. Guck mal hier, Fedelta, der Hund. Das ist ähnlich wie in der Normand. In der Vera Sibilla. Das ist hier eine Liebe fürs Leben. Für immer. Also was immer hier ewig hat auf sich warten lassen. Und wenn ihr euch gestritten habt oder euch gemeine Dinge gesagt habt oder dich distanziert habt, dann habe ich hier die Vergebung. Und vorhin sagte ich ja noch, bevor diese Karte herauskam, die Karte Vergebung, sagte ich noch, ihr werdet euch versöhnen. Und was gewesen ist, wird einfach hier, zählt nicht mehr, ne? Interessiert nicht mehr. Ihr fangt wieder von vorne an. Ast der Schwerter. Okay. Also mein Schatz, ich finde, das ist doch hier eine unglaublich schöne Botschaft. Ganz, ganz toll. Ich glaube, der Stapel, der hat weniger gedauert als die anderen zwei, ne? Das ist hier aber gut, wenn du so tolle Botschaften hast, dann musst du auch gar nicht lang klären. Immer wenn es kompliziert ist und da muss man immer ewig klären. Aber hier, das ist hier eindeutig, was hier passiert, mein Schatz. Das ist hier wirklich einfach blendend. Wunder, wunderbar, mein Schatz. Aber wenn du willst, kannst du dir natürlich auch, weil ich hatte ja einige Aussagen, die auch mit Stapel 1 und Stapel 2 resonieren. Und wenn du willst, dann kannst du dir auch Stapel 1 oder 2 anschauen. Und falls du da reinguckst, dann, mein Schatz, sehen wir uns in einem der beiden Stapel wieder. Okay? Aber das ist doch schon mal eine tolle Botschaft gewesen. So, mein Engel, also ich hoffe, welchen Stapel auch immer du dir angesehen hast, dass es dir Botschaften geliefert hat und Messages geliefert hat, die dir weiterhelfen in deinen Entscheidungen, dass du Antworten bekommen hast auf deine Fragen, ja? Denn es gibt nichts Schrecklicheres, als nicht zu wissen, woran man ist. Und ich hoffe, dass dir eins der beiden Stapel, eins der beiden, eins der drei Stapel oder vielleicht auch alle Stapel, vielleicht hast du dir auch alle beide an, zwei angeguckt, deshalb sage ich wahrscheinlich eins der beiden. Also so zwei angeschaut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir ja weiterhilft in dem, was du jetzt hier und jetzt gerade brauchst. Okay? Wunderbar, mein Engel. Ja, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und jetzt sind ja Feiertage und ich hoffe, einige haben sogar auch Urlaub, Brückentag und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, was immer du auch feierst, denn ich glaube, jetzt ist alles Mögliche ist gerade, ne? In allen möglichen Religionen. Und was immer du auch feierst, ich hoffe, du feierst schön mit deiner Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, aber auch alleine, ne? Ist ja auch nicht, muss ja auch nicht immer der Schlechteste. Schau, dass du ausgehst, rausgehst, Leute triffst, flirte. Wenn du Single bist, bleib nicht zu Hause, sondern geh raus und triff andere Leute, geh auf Veranstaltungen. Jetzt ist ja die Zeit, wo viele Veranstaltungen auch sind, okay? Oder geh ins Museum, geh ins Kino oder irgendwo, wo du andere Leute, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kannst, ja? Ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten. Und ja, dann sehen wir uns bald in den nächsten Orakeln. Ich habe auch noch eine schöne Überraschung, aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Also ja, eine Art Überraschungsorakel, wenn du so willst, ja?
Lass dich mal überraschen. Überraschungsorakel, lass dich mal überraschen. Okay, mein Engel, also wie gesagt, ich danke dir und denk daran, das Universum liebt dich. Ich liebe dich. Gott liebt dich über alles. Gott liebt dich und braucht dich über alles, ob du an Gott glaubst oder nicht, mein Schatz, ja? Und lass es dir gut gehen. Tu dir selbst was Gutes, viel, viel Gutes, mein Schatz. Hab dich selber lieb. Denk dran, wenn du dir nichts Gutes tust, sonst tut es niemand, ja? Also sei gut zu dir selber und auch denk auch daran, du bist ein ganz besonderer, wertvoller und liebevoller, schöner Mensch. Ja, das bist du. Schau in den Spiegel und sag dir das. Klopf dir auf die Schulter für alles, was du durchgemacht hast, erlebt hast, auch vielleicht auch am Erleben oder am Durchmachen bist. Klopf dir auf die Schulter und sei stolz drauf, dass du immer noch da, dein Mann, deine Frau stehst. Du hast es verdient. Du bist eine ganz, ganz starke Person. Jetzt fängt mein Magen an zu brummeln. Ich werde jetzt eine vegane Bockwurst essen. Die gibt es auch, ja, die gibt es. Schön mit Senf, ja. Selbst mir macht das Brot. Denn hier drei Damen vom Grill, da kriegst du immer Lust auf Würstchen, auf Bockwurst, Thüringer und so weiter. Ich werde mir jetzt eine Bockwurst warm machen. Schöne vegane Bockwurst mit Senf und Brot. In diesem Sinne. I love you. Mazel tov, Inshallah, so Gott will. Bis zum nächsten Mal, mein Engel. Deine Sensitiva.